Hallöchen meine Lieben, heute möchte ich euch ein Video darüber drehen, wie die Eingewöhnung bei uns in der Kita läuft. Und zwar ist er jetzt in der zweiten Woche schon und ich möchte euch heute über die erste Woche berichten und was wir alles bisher besorgen mussten und wie es mir dabei geht, wie der Kleine sich macht. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran, denn jetzt folgt ein Quatschvideo. So, als allererstes, es war super schwer, Kita-Platz zu finden bei uns in der Nähe. Also wir wohnen ja in Berlin und da ist es gar nicht so einfach, einen Kita-Platz zu kriegen. Ich habe mich dooferweise nicht schon in der Schwangerschaft angemeldet, weil ich eigentlich vorhatte, ihn erst mit 3 Jahren zu schicken, beziehungsweise ich wollte mir da einfach keinen Stress machen und haben aber trotzdem nebenbei die ganze Zeit gesucht und es war aber sehr schwer, was zu finden, weil wir eben nur ihn für 5 Stunden schicken wollten und auch nur können. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Dass wir jetzt die Möglichkeit bekommen haben, ihn in die Kita einzugewöhnen. Es war wirklich meine Wunschkita eigentlich die ganze Zeit schon, aber ja, ich hätte nicht daran geglaubt, dass das wirklich funktioniert. Jedenfalls haben wir uns bei ganz vielen beworben und haben dann ein Vorstellungsgespräch gehabt. Also ich hatte Glück, ich habe eine Mutti auf dem Spielplatz kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden und die Kinder haben sich gut verstanden und deswegen haben wir dann sagen können, wir kennen halt schon jemanden dort und hatten halt auch die ganze Zeit weiterhin Kontakt zueinander und somit hat mein Kleiner sozusagen die Kita-Stelle bekommen. Stelle ist auch gut. Wir haben uns natürlich super gefreut. Wir durften also erstmal zu einem Vorstellungsgespräch und da habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass wir überhaupt angenommen werden, weil es wirklich schwer ist, mit 5 Stunden einen Platz zu kriegen hier in Berlin. Ja, und irgendwie hat aber die Sympathie sofort gepasst zwischen der Leiterin und uns und wir saßen da, glaube ich, gefühlte 2 Stunden. Ich weiß es gar nicht. Also es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir haben auch schon ein paar Kinder kennengelernt. Mein Kleiner war super süß und saß auf dem Schoß und hat halt sich Heftchen angeguckt und war wirklich super lieb. Und zum Schluss haben sie uns die Räumlichkeiten gezeigt und eben auch die Gruppe, in die er kommen würde, wenn wir das wollen. Und da ist er dann mit offenen Armen gleich reingerannt, hat die Spielsachen schon geschnappt und hat sich super wohl gefühlt. Dann hat sie halt gemeint, na gut, dann lassen wir ihn mal kurz und sie zeigt uns den Rest der Kita. Das hat sie dann auch gemacht und ist super cool. Die haben einen eigenen Koch und einen riesen Garten vorne und hinten. Mit Trampolin, mit Spielplatz, mit einem kleinen Planschbecken. Also es ist wirklich, wirklich toll dort. Man ist halt auch reingekommen und hat da wirklich ein gutes Gefühl. Und was ich auch toll finde, dass halt viele Nationalitäten da waren und alle sich untereinander so gut verstehen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, Kinder sind echt was Wunderbares. Denn die haben gar keine Vorurteile gegenüber irgendetwas und sind sehr offen allem gegenüber. Und ich finde das so schön zu sehen. Richtig cool. Ich rede, glaube ich, um den heißen Brei. Aber es ist super, super schön gewesen. Genau, und dann sind wir halt, wir haben noch nicht abgeholt. Wir sind erst noch rumgelaufen in der Kita. Die haben uns noch mehr gezeigt. Und da war auch ein Summenbadtrainer und. Und dann sagte sie, was haltet ihr denn davon, wenn ihr ihn jetzt schon in 1,5 Wochen eingewöhnt? Und wir hatten, also normalerweise wäre erst August gewesen, nach der Schließzeit sozusagen. Aber im August sind wir auch noch im Urlaub. Und dann meinte sie, ist ja doof wegen der Eingewöhnung. Dann wäre es halt erst September geworden. Ja, und dann meinte sie plötzlich, na, wie wäre es dann in 1,5 Wochen, wenn ihr ihn dann am Montag eingewöhnen wollt? Und so war es dann auch. Also wir haben dann gesagt, ja, okay, machen wir. Gar kein Problem. War, glaube ich, ganz gut, weil so musste ich mich jetzt nicht mental die ganze Zeit darauf vorbereiten, sondern es war dann so schnell, dass es eben da war, der Tag. Und es war echt, ja, aufregend. Naja, gut, jetzt zur ersten Woche. Also das war jetzt erstmal die Einleitung dazu. Zur ersten Woche. Also du kriegst erstmal ganz viele Schniepel, Zettel und sonst sowas mit, wo eben der Leitfaden draufsteht, was deine Kita anbietet. Ich meine, meistens kennst du ja schon, was deine Kita dir da anbieten möchte. Dann der Tagesablauf, was an den verschiedenen Tagen von Montag bis Freitag angeboten wird. Also bei uns wird halt auch auf Sprache geachtet. Kommt dann für die Vorschule halt unter anderem, kommt dann eine Englischlehrerin. Dann gibt es eben das Zumba-Training, dann gibt es Schwimmen, Eislauf. Also gibt es richtig viel ab dem 3. Lebensjahr, was die da mitmachen können. Dann was das Konzept der Kita halt ist, ist klar. Ja, dann gibt es halt von der Gruppe selbst nochmal eine Gruppenzeitung, was die Gruppe an sich, weil das sind ja 3 Gruppen, was die als Schwerpunkt nehmen und wer die Erzieher sind, wie die heißen und worauf die achten und wie die Eingewöhnung abläuft. Und bei uns ist es jetzt, wie gesagt, die 2. Woche und nächste Woche wird schon echt spannend für uns. Aber ja, jetzt, also viel mehr muss ich eigentlich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Also dann hat man auch eine Liste bekommen, was man alles mitnehmen soll in die Kita, aber dazu komme ich dann nach dem Bericht sozusagen. Genau, also wir sind da am Montag hin und
Ich muss sagen, es ging vom Gefühl. Also ich habe mich eher gefreut, dass er jetzt eben die ganzen Kinder wieder sieht, weil ich eben vom ersten Mal, als wir da waren, gesehen habe, er hat Freude dran, mit den Kindern zu spielen. Es war aber komisch, daneben zu sitzen und nicht zu agieren. Das war mein Hauptproblem. Also zu sehen, andere Menschen kommentieren oder leiten dein Kind irgendwie, Dinge zu machen, die du vielleicht so zu Hause nicht machst, weil es eben nur ein Kind ist und wenn man eben 13 Kinder in der Gruppe hat, dann musst du halt irgendwie auch ein bisschen strenger sein, würde ich jetzt mal sagen. Und das war so die ersten 2 Tage echt schwer für mich, das zu aufzunehmen, dass jetzt eben eine für mich fremde Person mein Kind bevormundet. Es hört sich so doof an, aber eben Regeln aufsetzt, die ich halt zu Hause so nicht mache, wo ich mich jetzt natürlich auch anpasse, so ein bisschen auf gewisse Weise. Aber es ist schon komisch. Also auch wenn dein Kind jetzt zum Beispiel hinfallen würde, darfst du als Mutter nicht eingreifen, sondern das machen dann halt die Erzieher. Du bist halt einfach nur als Stütze da, dass die Erzieher dich kennenlernen, dass du eben auch ein paar Dinge erzählen kannst über dein Kind, worauf sie achten sollen oder sie fragen dich halt ganz viel. Also eigentlich kommt das von ganz alleine. Also so an sich ist es echt easy, aber es ist halt eine ungewohnte Situation, dass du halt dein Kind nicht hältst, wenn irgendwas ist, sondern dass die das dann halt machen. Das war wirklich komisch für mich die ersten Tage. Mein Kleiner war auch so aufgedreht, dass er sich gar nicht an die Erzieherin gewandt hat, so rum. Es sind ja 2 plus eine Praktikantin noch. Und was ich gut finde, da sind halt wie gesagt 2 Erzieherinnen und die eine kümmert sich halt um das eine Eingewöhnungskind, das andere um die andere, sodass er nicht 2 Leute auf einmal kennenlernen muss, sondern eben erstmal nur auf eine Anspruch hat. Und unsere ist da wirklich super, super lieb, auch sehr aufgeschlossen und geht auf mich ein und geht vor allem auf den Kleinen ein. Echt mega gut. Also der erste Tag verlief echt gut, da waren wir halt eine Stunde da und ich bin auch die ganze Stunde über da geblieben. Also nach dem Frühstück sind wir gekommen. Dann beim zweiten Tag, ich muss mal in mein Buch gucken, ich habe alles dokumentiert. Genau, am zweiten Tag war es dann so eine Stunde und er musste lernen halt aufzuräumen. Also dann fingen schon die ersten Regeln an, weil er halt alles, weil es neu war, ausgeräumt hat. Also die haben ja auch diese IKEA-Schränke teilweise und da zieht er alle Kisten raus und ist klar, er muss auch wieder aufräumen. Wenn er alles rausräumt und wirklich alles, dann muss er auch irgendwie lernen, wieder alles einzuräumen. Dann am Mittwoch war das so, dass ich eine Stunde da war mit ihm und 10 Minuten raus durfte. Da waren sie allerdings schon draußen im Garten und da fällt das, finde ich, immer nicht so dolle auf. Also das Wetter ist gerade echt perfekt dafür für die Eingewöhnung, weil er da eh so abgelenkt ist mit dem Spielplatz und so, dass ich da, glaube ich, nicht so fehlen würde. Also er wäre eher abgelenkt durch die ganzen Spielsachen. Ja, da bin ich eben 10 Minuten raus, also vor in den Vorderhof gegangen und habe den anderen Kindern zugeguckt beim Spielen und durfte nach 10 Minuten zurück. Und natürlich ist die Freude dann groß bei deinem Kind, dass du wieder da bist. Also du verabschiedest dich logischerweise kurz bei ihm mit einem Kuss und gehst. Also gar kein langes Szenario daraus machen. Das lief super und am vierten Tag war es dann so, wir waren eine Stunde da und 30 Minuten durfte ich raus. Und auch das hat super funktioniert. Er hat sich in der Zeit allerdings einmal an der Schaukel verletzt, also er ist dagegen gerannt. Und ist klar, die Erzieher können nicht auf alles achten. Was ich aber gut finde, dass die Erzieherin zu mir gekommen ist und das gebeichtet hat und gesagt hat, er hat sich halt verletzt, aber er hat sich, also verletzt, er hat sich gestoßen. Und ist dann auf mich zugekommen und meinte dann so, ja, das ist halt so. Und sie konnte ihn aber sehr schnell trösten und das finde ich auch sehr gut, dass sie ihn so schnell trösten konnte, weil das ist ja auch nicht so normal. Genau, dann am Freitag waren dann 2 Stunden, die er da sein durfte schon und somit auch das Mittagessen schon miterlebt hat. Da durfte ich eine ganze Stunde raus, also vormittags, und war zum Mittagessen wieder da und es war auch so komisch. Er saß halt direkt vor mir. Ich sollte mich nicht drauf konzentrieren und auch versuchen, die anderen Kinder nicht anzusprechen, weil sonst ist es so, dass die anderen Kinder immer zu mir gerannt gekommen sind und wollten halt mit mir spielen, was total cool war, weil so war ich auch abgelenkt. Aber da durfte ich eben nur reagieren, wenn mein Sohn auf mich zukommt. Und das war auch komisch. Aber tatsächlich, er ist sitzen geblieben und hat da super versucht mitzuessen. Er hat wenigstens probiert und das finde ich wichtig. Und was sie halt auch alle meinten, es kann sein, dass die ersten Wochen die Kinder halt nicht so gut essen, weil sie einfach so durch die Umgebung so aufgeregt sind, dass sie den Hunger gar nicht bemerken. Also das ist so alles aufregend, dass sie erstens müde sind dann schon zum Mittag und dann eben halt alles andere aufregender ist. Also er beobachtet momentan eher die Kinder beim Essen, als dass er wirklich mit isst. Genau, das war sozusagen die erste Woche und bei uns ist das halt so, dass man den Freitag so macht, wie wir jetzt, halt diese 2 Stunden,
weil es bei uns halt gut lief. Und am Montag macht man es eigentlich ganz genauso. Aber zu der nächsten Woche, also zu der aktuellen Woche, die wir jetzt gerade haben, erzähle ich natürlich Ende der Woche nochmal was darüber, beziehungsweise im neuen Video. Und bin bisher echt begeistert. Und ich muss sagen, nach dem dritten Tag, ich habe eine Kundin gehabt, die auch eine Betreuerin ist in der Kita, die mir so ein paar Fragen noch beantworten konnte, was ich mich in meiner Kita nicht so getraut habe zu fragen und die mir Tipps gegeben hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, redet wirklich ganz offen mit den Kita-Leuten dort, auch mit der Erzieherin, die für euer Kind zuständig ist. Fragt wirklich Löcher in den Bauch. Was können noch so die dümmsten Fragen auf der Welt, theoretisch, was ihr denkt, dass sie dumm sind? Stellt sie einfach, weil im Endeffekt lernt ihr nur draus und fühlt euch besser, als wenn ihr irgendeine Frage verschluckt und denkt, naja, jetzt bin ich aber ganz schön penibel, ich Mutti, ich. Nein, fragt sie wirklich, weil es ist wirklich wichtig, dass ihr offen seid. Und ich habe halt die Angst gehabt, okay, jetzt sitze ich daneben, mein Kind interessiert es gar nicht, dass ich weg bin eigentlich. Aber eben nach dem dritten Tag, worauf ich gerade hinaus wollte, kam er dann freudestrahlend mir entgegengerannt mit Armen nach oben und Mama, Mama. Und das war halt toll, ne? Und das ist jetzt auch weiterhin so, dass er sich freut, mich wiederzusehen, und das tut mir gut. Also er freut sich, in die Kita zu gehen, aber er freut sich noch mehr, mich wiederzuhaben, mich zu sehen. Und dann kuscheln wir auch immer, wenn wir nach Hause kommen, ganz schön lange. Es ist schon ein gemeinsames Erlebnis. Was ich dazu sagen muss, es kann leider nur ein Elternteil die Eingewöhnung machen, sprich ich bringe ihn hin und ich hole ihn auch wieder ab. Aber der Papa holt uns ganz oft am Tor sozusagen bei der Kita mit den Hunden ab, sodass er halt auch weiß, okay, Papa holt mich auch wieder ab. Also dass dieses Vertrauen einfach da ist, wir beide sind da für ihn und wir holen ihn noch ab. Und es funktioniert bis jetzt ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden und bin stolz und muss auch sagen, wirklich nach dem dritten Tag ging es mir auch schon besser. Ich konnte damit besser umgehen und ja, also ich bin mega stolz. An alle Kita-Mamis, die schon Kita-Erfahrung haben, gerne alle Kommentare ab, rein da in die Kommentarbox. Ich bin absolut kein Profi. Ihr merkt, ich berichte jetzt, wie es von der ersten Woche her war, und ich merke, dass immer wieder neue Dinge auf mich einprasseln, die ich neu lernen muss, wo ich noch vielleicht Tipps gebrauchen könnte. Also ja, ein Tipp zum Beispiel wäre, wie markiert ihr die Klamotten eurer Kinder? Also wir machen es momentan mit dem Edding auf dem Zettelchen, aber so wirklich wasserfest ist das, glaube ich, auf Dauer auch nicht. Also ab damit in die Kommentare, wie ihr das Ganze macht, und dann hören wir uns beim nächsten Update zur Woche 2 in der Eingewöhnung. Bis dann. Tschüssi.